Jo, liebe Leute, willkommen zum nächsten Podcast. Heute mal wieder eine Charakteranalyse über Sabo, Leute. Und wir haben es, glaube ich, schon öfter gesagt, dass er irgendwann kommen wird. Und ja, jetzt kommt er schon, weil Sabo nun mal auch ein richtig interessanter Charakter ist. Gerade eigentlich ist er fast schon so ein Protagonist, kann man sagen. Also natürlich ist er kein Strohhut an sich, aber er ist sozusagen bei der Revolutionsarmee, ist er so unser Ansprechpartner als Zuschauer. Und auch gerade, dass er mit der Kindheit, mit Ace, Sabo und Ruffy, das ist natürlich emotional auch viel verbunden mit. Und deswegen der Charakter, auch gerade nach Dressrosa mit der Feuerfrucht, die er jetzt hat, Power-Up-mäßig, und auch, dass er im direkten Kontakt mit Dragon, mit dem Vater von Ruffy in Kontakt steht. So allein das gibt so krasse Sachen. Und deswegen, Sabo ist auch einer meiner Lieblingscharaktere. Und da haben wir uns gedacht, komm, heute mal den Sabo, den Stabschef, den taktischen Direktor von der Revolutionsarmee. Die Nummer zwei. Rangtechnisch und so. Die Nummer zwei, also muss man wirklich nochmal sagen, wir werden es eh noch oft erwähnen, so, ich hab's gerade schon, rangtechnisch und wie er wo steht und wie sein zukünftiges Verhalten jetzt bei der Revolutionsarmee vielleicht sein könnte und so. Darüber spekulieren wir, aber erstmal wollen wir natürlich charakteranalysentechnisch, wie immer, von Anfang bis jetzt Gegenwart ihn besprechen, alles, was man über ihn weiß und so. Und da würde ich sagen, der gute Myrolox, haut mal wieder hier ins Mikrofon rein. Ich hau hier, glaube ich, nicht ins Mikrofon rein. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Wie gesagt, bei Sabo kann man schon echt früh in der Kindheit anfangen. Und wir haben hier auch wenigstens mal ausnahmsweise was gesehen, denn sonst sind ja eigentlich immer die Kindheitsgeschichten der anderen Charaktere relativ kurz. Aber bei Sabo gibt es natürlich viel zu erzählen, denn in Kindheitstagen war ja Sabo sehr viel mit Ace und Ruffy unterwegs. Das wurde aber immer so ein bisschen geheim gehalten. Also man hat dann halt immer in den Flashbacks nur Ace und Ruffy gezeigt und dann immer so gezielt um Sabo sich umhergedeichselt, bis man das quasi wirklich dann revealed hat, dass halt Sabo in den Kindheitstagen mit Ace und Ruffy die Zeit verbracht hat. Er war zwar nicht direkt quasi als Sohn von Dadan, er ist dann einfach dazugetreten, er ist ja auch der Sohn eines Adligen und ist dann quasi so dazugekommen, und die haben halt zu dritt schon echt viel Scheiße gemacht. Man muss auch sagen, ich fand, Ace und Sabo standen sich gefühlt nochmal ein bisschen näher, weil die halt beide so älter waren als Ruffy und dann halt so ein bisschen ein älteres Bruderverhältnis haben, aber die beiden waren halt so auf Augenhöhe, waren ja dann auch Ruffy immer im Kampf überlegen. Und Sabo als Kindheitsgeschichte auf jeden Fall ultra interessant, weil er dann halt auch so das Ganze vorangetrieben hat. Er war ja auch schließlich der Erste, der dann die Reise angetreten ist, um sich halt in die Welt zu begeben, was dann natürlich nicht so gut ausgegangen ist, wie wir wissen, denn ein Weltastriokart, also ein Himmelsdrachenmensch, hat auf sein Schiff geschossen, obwohl er gesehen hat, dass ein kleines Kind auf diesem Schiff ist, hat er darauf geschossen, weil er einfach im Weg war. Also er war ja nicht mal im Weg, er ist ja sogar noch ausgewichen, aber das hat da sieht man halt auch, das hat den Himmelsdrachenmenschen schon so provoziert, dass er da einfach Sabos Boot abgeschossen hat, was ja dann vermeintlich erstmal der Tod von Sabo war. Man kann auch, also wirklich, da müssen wir auch noch drüber reden, der vermeintliche Tod. Also erstmal, die Himmelsdrachenmenschen, die haben so, also wirklich, immer wenn sie auftreten will oder uns das so zeigen, dass es wirklich die größten Hurensöhne sind, ich sag's jetzt einfach, sind einfach die größten Wichser in der ganzen One Piece Welt. Und jedes Mal, es gibt so viele Beispiele darüber, jetzt auch gerade in der Reverie-Arc wieder, was da gezeigt wurde, mit Shirahoshi als Sklaven nehmen und auf Kuma reiten, und das sind so viele krasse Momente, wo man sich einfach nur, die kann man eigentlich nur hassen, das sind wirklich die wahren Antagonisten so. Also selbst die Gorosei oder so, ey, wenn Oda das logisch erklärt oder so, dass die so sind oder dass die bewusst das handeln aus irgendeinem bestimmten Grund, zum Schutze der Welt oder wer weiß es so, weißt du, wissen wir nicht genau, dann kann man das sogar auch für die verstehen. Aber die Himmelsdrachenmenschen sind einfach so auch zwischenmenschlich, und auch die Taten, die sie gemacht haben und so, also einfach so aus Eigeninteresse alles so, das sind einfach wirklich böse, böse Menschen so. Und das war einfach wieder so ein Paradebeispiel. Was ich jetzt noch erwähnen wollte, eigentlich wollten wir uns das ein bisschen aufsparen mit dem Trivia-Wissen, aber das Tattoo von Ace, ne, das ist eigentlich mal voll so ein wichtiger Punkt, ne, also mit diesem durchgestrichenen S, was ja, wo alle dachten, war das irgendwie ein Rechtschreibfehler erstmal, hat er das dann durchgestrichen und hat dann noch richtig seinen Namen geschrieben, so. Das war einfach, das durchgestrichene S steht für Sabo, und da ist das Krasse, wir haben Ace in, ich habe mal geguckt hier, in Kapitel 154 das erste Mal gesehen, da hatte er dieses Tattoo schon. Also überleg mal, also Sabos erster Auftritt war erst in Kapitel 583, also wann war das, 10 Jahre, noch mehr, 15 Jahre danach oder so,
Aber da hatte Oda schon diesen ganzen Flashback wahrscheinlich alles sich ausgedacht mit Sabo, weißt du? Ja, vor allen Dingen auch, dass er das so durchstreicht, heißt ja, dass er auch schon viel weiter, also auch schon die ganze Geschichte von Sabo hatte, dass er dass er abgeschossen wird, aber ich wette, zu dem Zeitpunkt wusste er auch schon, dass Sabo zurückkommt. Ich wette, der wusste auch, ich glaube wirklich, dass er schon zu dem Zeitpunkt wusste, dass Sabo irgendwann mal die Frucht von Ace essen wird. Ja, ja, das kein war, Witz. Also, das muss man sich mal vorstellen, so locker, also 16, 17 Jahre so gefühlt im Voraus wusste, also kann man sehr stark davon ausgehen, weil das schon im Databook Green hat er das schon mit dem Tattoo bestätigt, und wenn man das dann hochrechnet mit den Chaptern und so, das heißt, also locker 15 Jahre vorher wusste er quasi schon, was mit Ace passiert, beziehungsweise was dann halt auch daraus resultiert, dass dann halt Sabo die Frucht ist. Also das ist richtig krass, weil man hier auch einfach wieder sieht, dass sich Oda so viel Zeit lässt, um auf etwas hinzuarbeiten, weil ich meine, so wie er Sabo revealed hat, war es ja schon sehr geil, dass man immer dachte, Ace und Ruffy wären ja so die zwei Brüder gewesen und so, aber dass man dann halt einfach so den dritten einstreut, der sich aber perfekt in diesen ganzen Flashback mit einbauen lässt, weil natürlich Sabos Flashback, also Sabos Kindheitstage beginnen ja nicht mit Ruffy und Ace, er ist da ja nicht, sondern er lebt ja erstmal mit seinen adligen Eltern halt in einer Villa, wo halt eigentlich ein ganz anderes Leben herrscht, das heißt reiche Verhältnisse, gute Manieren, höfliches Benehmen und so weiter und so fort, aber man sieht halt auch da, dass der Flashback extrem auch wieder traurig ist, also traurige Facetten hat, wie es halt üblich ist in One Piece, die Flashbacks sind eigentlich nie freudig, und dass er dann halt dementsprechend flieht, also aus seiner Heimat, und dann halt zu Ruffy und Ace kommt, das ist mega geil, also das finde ich richtig cool. Was ich auch gedacht habe bei den Tattoo-Fact, meinst du, also es gibt doch so voll viele Leute, die sich dieses Ace-Tattoo haben stechen lassen, weißt du? Also in Real Life. Meinst du, es gibt einfach so auch so eine Handvoll Leute, die bis heute nicht wissen, warum das Ace, ich kann mir das vorstellen. Ich glaube es auch. Ich glaube wirklich, es gibt Leute, die haben so ein richtig fettes Ace mit so einem S durchgestrichen, sich tätowieren lassen und wissen nicht, wofür das S überhaupt steht. Oh, ey, das ist echt, also da wünscht man sich mal, dass man so irgendwo einen trifft, der das hat, so dem zu fragen. Yeah. Also, was bedeutet das durchgestrichen? Ist echt so, ist echt so. Also, stell mir vor, ich habe nochmal geguckt, das sind wirklich. Das sind wirklich 10 Jahre, also es sind wirklich 10 Jahre, also genau 10 Jahre Unterschied, also als das Tattoo das erste Mal gezeigt wurde. Und Alter, wie krass das ist einfach, also Oda ist einfach, also es gibt wirklich viele Beispiele, wo man sagen kann, okay, da hat Oda wirklich, also wirklich Jahrzehnte dann schon vorausgeplant, also da gibt es wirklich mehrere Beispiele, obwohl man sich auch, also das jetzt mit, dass Shanks jetzt den damals beim Seekönig der Königshaki eingesetzt hat und so, ich weiß nicht, das kann er jetzt zwar so aufbauen und so, aber ob er damals daran schon gedacht hat, ich weiß nicht, jetzt wird zwar gesagt, halt dass so es Kyunisaki war. Mit dem Blick und so. Und das wirkte halt auch schon so. Also ich würde schon Oda unterstellen, dass er, weil Königshaki, also viele sagen ja, Haki wurde nicht richtig eingeführt auf Marineford, haben es die Leute benutzt, aber man hat es nicht richtig gesehen und so, und ja, das stimmt, da ist es so ein bisschen unstimmig, sage ich mal, vom Verhältnis her, aber gerade Königshaki wurde ja schon viel früher, also was heißt viel früher, aber es wurde halt schon viel früher an sich implementiert, weil es ja schon, also Ruffy hat ja schon quasi auf der Boa-Insel hat der Königshaki schon benutzt und so. Deswegen, also das war ja schon alles vorher Teil der Geschichte. Und deswegen kann man schon davon ausgehen, dass Oda das vorher implementiert hat. Aber darum soll es ja auch nicht gehen. Ja, genau. Es ist, wie gesagt, das mit Sabo ist halt wieder so ein geiles Beispiel. Und ja, dann, wo geht die Geschichte weiter? Also dann war ja erstmal der vermeintliche Tod, was ich auch noch ansprechen wollte, wo ja wirklich, also ganz viele, es war wirklich damals, ich weiß noch, da war Facebook gerade noch so das große Ding und die ganzen Facebook-Gruppen, One-Piece-Gruppen und sonstiges, da war wirklich immer noch dieses Oberthema, Sabo, wann kommt er? Das war schon ein Meme. Jede Woche kam das Chapter raus Sabo hier und da irgendwie reingefotoshoppt und so. Also, viele haben gedacht, auch Sabo ist wirklich tot. Nein, der bleibt tot. Seid ihr alle dumm? So, der ist tot. Haben so viele gesagt, weiß ich noch so. Obwohl, man kann es, also ich weiß nicht, man hätte darauf kommen können eigentlich. Also, wenn man die Leiche nicht sieht, dann ist eine Person erstmal nicht tot. So, das ist schon mal die Grundregel. Was aber, weißt du noch, weil du das gerade sagst, kann man ja vielleicht auch mal kurz einen Podcast anschneiden, ist auch so ein gutes Stichwort, wenn es so um Fake-Geschichten geht. Ich weiß noch, wo Sabo richtig implementiert wurde, also nicht nur als Kind, sondern halt auch als Erwachsener, dann gab es dieses Bild, wo das so gespiegelt wurde und sich Sabo vor Akai und Ruffy gestellt hat, weißt du,
wo er durchbohrt, ja, also ja. wo Sabo durchbohrt wurde. Und dann gab es Videos und Beiträge dazu. Sabo dies, New Chapter, Spoilers. So. Ja, dabei ja. war das so voll der Fake, also obviously voll der Fake, aber es war halt echt lustig. Also ja, Sabo ist halt auch ein extrem gehypter Charakter, weil er ist halt super sympathisch, er ist extrem stark, er ist ein Revolutionär, der direkt unter Dragon steht. Er hat jetzt auch noch die Feuerfrucht, so eine der coolsten Früchte überhaupt so, und dadurch ja, wird er natürlich auch zu einem der coolsten Charaktere, zumal seine Auftritte, um mal einen ganz kurzen Abstecher in die Zukunft zu machen, aber seine Auftritte, die er hat, sind auch immer extrem geil, so die Kämpfe, die er hatte. Überleg mal, Sabo hat gar nicht so viel Screentime im Verhältnis, aber der hat echt geile Kämpfe gegen Burgess auf der einen Seite, dann im Kolosseum allgemein so, dann danach auch noch gegen Fujitora, gegen Bastille und so. Der hatte so viele coole Kämpfe, also das ist ja. echt, da wird, also, Sabo wird von Oda nicht vernachlässigt. Ich finde auch, das ist die totale, auch die totale Dominanz, also man hat von ihm ja wirklich noch keine so Schwäche gesehen, oder? Also nee, nicht so bis richtig. Jetzt, also er ist ja noch nicht an seine Grenze gegangen, natürlich konnte er jetzt nicht komplett einen Gegner irgendwie dominieren, okay, Burgess war schon geil, so, aber ich sag mal Fujitora oder so, er hat bis jetzt noch nicht einmal so richtige Schwäche gezeigt, immer alles so mit dem Lächeln genommen und so, deswegen Sabos Grenzen würde ich so gerne mal wissen. Also jetzt kommt die große Preisfrage, die ich jetzt schon stelle, so jetzt schon am Anfang. Also, glaubst du, Sabo ist stärker als Ruffy? Nach aktuellem Stand? Jetzt gerade. Oh, sehr, jetzt gerade. Die beiden müssen jetzt kämpfen. Jetzt kannst du nur falsch antworten. Ich würde sagen, Ruffy. Nein. Es ist so schwer. Ich würde aber sagen, na, also man wird jetzt, wenn der Schwenker zur Reverie kommt und wir sehen den Kampf zwischen Sabo und den Revus und den Admirälen, dann werden wir eine höhere Stärke sehen von Sabo, weil wir haben ja gesehen, dass er mit der Feuerfrucht trainiert hat, nachdem er nach Baltigo Island zurückgekommen ist, weißt du? Dann hat er so trainiert und seine Techniken ausprobiert, die er damit machen kann. Deswegen, er ist stärker, als wir ihn das letzte Mal im Kampf gesehen haben, das auf jeden Fall, aber den letzten Kampf, den wir gesehen haben, wenn man den als Referenzwert nimmt, würde ich sagen, aktuell ist Ruffy stärker. Ich würde sagen, okay, aber ich glaube halt, dass Sabo jetzt noch deutlich mehr dazu, also einfach noch mehr zeigen wird im Kampf gegen die Admirale und danach müsste man die Entscheidung nochmal überdenken. Die Sache ist halt, er ist so der zweite der Revus, aber halt Ruffy ist halt auch voll das hohe Tier in der Welt so im Verhältnis, deswegen, es ist echt schwierig, also, ja, ich weiß nicht. Man braucht halt echt einen besseren Vergleich mal so, also ja, wenn wir jetzt ja, das stimmt. Von ihm mal was sehen im Kampf und auch, vielleicht erfahren wir dann ja so, dass er schon das Ryo-Haki, das gerade das, also dieses Goken-Haki mit der Aura und so, vielleicht beherrscht er das schon länger und so. Also dann glaube ich erst ein bisschen vor, das stärker angeht. Ja, das ist vollkommen okay, ja. Ja, ich weiß aber nicht. Also jetzt würde ich aber auch sagen, von dem, was wir gesehen haben, ist Ruffy vielleicht stärker aufgrund seines Vorhangs-Hakis, Snake Man. Und wenn er das Haki jetzt in Wano beherrscht, so dieses Rüstungs-Haki noch in dieser, also nicht Perfektion, aber in dieser erweiterten Form, so, wenn er das jetzt noch beherrscht, dann ist er echt schon schwer zu schlagen. Die Frage ist wirklich, kann Ruffy jetzt auch mit den Katastrophen, jetzt sind wir bei diesem Ruffy-Stärke-Gelaber, aber ich muss kurz, also wenn er jetzt mit den Katastrophen so ein bisschen aufräumt und wenn er dann am Ende, sagen wir, in ein, zwei Jahren über sich selbst hinauswächst und richtig krass neue Form erreicht und dann Kaido besiegt, so dann, also den kann Sabo auch einpacken, aber trotzdem, so von dem Ding her würde ich sagen, Sabo ist eigentlich stärker. Also vor Whole Cake Island hätte ich noch safe gesagt, Sabo, weißt du, weil... Ja, das auf jeden Fall, aber wenn man jetzt bedenkt, so Ruffys Observationshaki und so, das ist schon echt heftig, weißt du, so vom Verhältnis. Ja. Aber man darf auch nicht vergessen, es ist halt Canon, was man gesehen hat im Anime mit den Sabo-Flashback, der hat schon in einem enorm jungen Alter, hat der schon Haki gemeistert und so. Und wie war krass, schon, ja, der war ja noch ein schon Kind. Richtig, ja genau, da war der schon richtig erfahren damit und hat ja dann auch schon diese Drachentechniken gelernt und so. Und man darf ja auch nicht vergessen, diese Drachentechniken, das ist ja nicht nur so, dass er jetzt seine Hände so komisch macht und so einen komischen Griff hat, sondern man hat ja gesehen, wie er einfach dieses Schwert vom Bastille, was er sogar, also, ja. was ja sogar ein krasses Schwert ist, wie er das einfach so zerbrochen hat und dann ja auch Bastilles Kopf so, ja, und die Maske zerbrochen hat. Das heißt, er hat richtig kranken Scheiß auch schon vorher drauf gehabt und dann muss man schon sagen, ich glaube, so vom puren Talent, auch weil Sabo ist ja Waffen erfahren und so, auch mit dem Stab und so. Ich glaube, so vom puren Kampftalent ist Sabo vielleicht Ruffy nochmal ein bisschen überlegen. Aber man darf ja auch nicht vergessen, Sabo hat seine Teufelsfrucht so kurz gehabt in Dressrosa Arc und hat damit schon so viel erreicht, obwohl er sie quasi erst
ja ein paar Stunden hatte, wenn man jetzt von den tatsächlichen Zeitpunkten in One Piece ausgeht. Klar, für uns waren es viele Chapter, aber für Sabo an sich waren es ja nur ein paar Stunden, während Ruffy schon seit Kindesalter, man hat ja gerade auch in Sabo Flashback und so gesehen, wie er schon als Kind die Gum-Gum-Pistol und so trainiert hat. Das heißt, er hat jahrzehntelange Erfahrung damit gesammelt, während Sabo nur ein paar Stunden hatte, und deswegen würde ich schon sagen, dass da die Karten vielleicht im Moment eher auf Sabo stehen. Also ja, so vom, das würde ich auch sagen. Ja. Jetzt, ich habe mal kurz einen Ultra-Themenschwenker, aber keine Sorge, Leute, wir gehen da gleich wieder zurück zu Sabo. Bello Betty. So. Ne, ey, das ist so ein weirder Schwenker. Also, das ist, glaube ich, der krasseste Schwenker aller Zeiten hier in dem Podcast, aber Ecki, pass auf, Ecki. Er hatte ja auch seine Teufelsfrucht so frisch erst. Also, Ecki. Er hätte vielleicht sogar, also stell dir mal vor, diese Giraffenform wäre noch stärker gewesen. Oder er kann damit diese Hybridform, er hat die gerade erst ein paar Minuten, diese Teufelsfrucht, und musste dann gegen Zorro kämpfen. Das ist irgendwie auch so ein Ding, weißt du? Die Teufelsfrucht so kurzfristig kriegen und dann direkt in den All-Out-Kampf. Ich glaube, Sohan-Früchte sind da schon ein bisschen netter. Also ich glaube, Paramecia-Früchte sind wirklich die Früchte, die am schwersten zu meistern sind, weil du halt irgendwas hast, womit du erstmal komplett umgehen musst. Letztendlich bei Logia-Früchten kannst du ja mit der Logia, also mit dem Element, kannst du ja machen, was du willst. Das heißt, Ace hat ja zum Beispiel dann so Feuerkugeln so pistolenmäßig geschossen, aber in der Theorie könnte sich auch ein Enel hinstellen, Pistolen mit der Handform und Blitzkugeln schießen. Auch möglich so. Jeder kann quasi mit der Logia-Frucht grundsätzlich erstmal machen, was er will, weil er zu dem Element an sich wird. Das heißt, da dürfte das Training nicht so krass sein, und auch mit einer Sohan-Frucht dürfte es nicht so krass sein im ersten Moment wie eine Paramecia-Frucht. Klar, wenn es dann in die späteren Formen geht, das heißt Zwischenform zwischen Mensch und Tieren beim Sohan-Bereich und auch bei Logia so die Form verändern, wie Enel das gemacht hat oder so. Ich glaube, dann wird es schon wieder ein bisschen tricky, aber so für den ersten Moment müsste eine Logia-Frucht auch ein bisschen leichter zu handeln sein. Hat man ja auch gesehen, Sabo isst die Frucht und direkt so eine Sekunde später haut er dann eine Feuerfaust raus, die da erstmal so das ganze Kolosseum so gefühlt zerstört hat. Deswegen ist halt schon was anderes. Und wir haben auch, also die Grenzen der Feuerfrucht, die haben wir noch nicht so viel gesehen. Also natürlich, dass auf ich glaube, auf Banaro Island war das, wo Ace gegen Blackbeard gekämpft hat. Also diese einhändige, was war das, wie hat das genannt, war das Feuerkaiser, ich weiß nicht, diese Riesenattacke, diese Genki-Dama, die er mit einer Hand hochhält, also was war das so, das hätte er noch weiter aufladen können, theoretisch, also das, überleg mal, also wie zerstörerisch eigentlich auch die Feuerfrucht ist, so, natürlich ist sie der Magmafrucht unterlegen, ich glaube das kann man so sagen. Ja, wurde auch bestätigt, im selben Panel, wo steht, dass das von Baby Five dem überlegen ist von Mr. One und das von Kusan, oder die Schneefrucht ist von Monet, genau, da, wo das drin stand auch drin, dass die Magmafrucht krasser ist als die Feuerfrucht. Also dass das der stärkere Part ist. Dann wäre es auch perfekt, so, wir werden darüber gleich noch reden, aber dass er halt dann auch noch gegen Akaino kämpft, all out, und ihn dann am Ende sogar vielleicht besiegt. Weißt du, das wäre so ein krasses Zeichen. Ja, man muss ja sagen, klar, das Ding ist halt, Ace war ja auch auf Wano Kuni, das wird ja jetzt auch im Anime gezeigt werden und so, und Ace hat auch viel erlebt, aber man hat ja nie gesehen, also man hat Ace ja nur mit der Teufelsfrucht gesehen, man hat ja nie gesehen, wie er irgendeinen Haki-Angriff gemacht hat, aber bei Sabo hat man ja direkt gesehen, wo er zum Beispiel gegen Fujitora gekämpft hat, dass er mit dem Feuer ranspringt, aber dann mit einem Haki zuschlägt und so, weißt du, das heißt, bei Sabo gibt es ja jetzt viel mehr Möglichkeiten, wie er mit der ganzen Sache umgeht, oder man hat ja viel mehr Möglichkeiten, wie er eine Schwäche ausgleichen kann, das heißt, wenn er gegen Akainu antritt, dass er halt nicht einfach nur die Feuerfrucht nutzt, sondern halt auch sein Haki etc. pp. Und wie genau auch das Erwachen aussieht, weißt du, so einer Frucht, also wir kennen nur die Ausmaße so. Das Feuerfrucht, weißt du? Ja, Alter. Das ist echt geil. Also, überleg mal, also das Erwachen einer Logia wurde halt zwar so gesagt, also mit Park Hazard haben wir das gesehen, so dass dann da die Gezeiten verändert sind und dass das da jetzt für immer heiß und kalt ist und so, aber wir wissen ja trotzdem nicht, wie es in dem Kampf aussieht, weißt du, wie das richtig aussieht, wenn man es anwendet. So, und da bin ich mal gespannt, wie es bei einer Logia-Frucht aussieht, auch jetzt speziell auch mit der Feuerfrucht, die Sabo hat. Also was kann er damit noch anreichen, also was kann er damit anstellen, so, also wird dann alles zu Feuer einfach und er ist überall, oder kann er dann, das ist echt, ich bin gespannt, also wie das aussieht, und das ist natürlich extrem zerstörerisch und deswegen werden wir das eh noch sehen. Wollen wir mal ein bisschen weitermachen, so, was wissen wir denn noch über ihn? Genau, das Training haben wir schon angesprochen gerade kurz, was ja von Oda abgezeichnet wurde, das wissen auch viele nicht, also es wurde im Anime gezeigt, aber weißt du noch genau, wo Oda, beziehungsweise wo man die Nachricht bekommen hat, dass es so Canon ist, beziehungsweise dass wir
weißt du auch, wo das beschädigt wurde? Stand das nicht auf dem Cover der, also in dieser Shonen Jump gibt es auch immer diese kurzen Interviews der Mangaka, stand das nicht da drin? Ich bin ich bin mir nicht 100%ig sicher, aber ich, also es ist auf jeden Fall bestätigt, aber ich meine, die Quelle war einfach so ein Kommentar, wo halt alle Mangaka der Shonen Jump, das heißt auch von den anderen Mangas, die haben dann alle einen Kommentar geschrieben und ich meine, da wurde das dann am Rand mit so einer Randnotiz auch noch drauf vermerkt, bin ich mir, aber das ist, also es ist auf jeden Fall bestätigt worden von Oda, das auf jeden Fall. Genau, dass er wirklich im Kindesalter schon Haki beherrscht hatte und so, diese Drachenklauen und all möglichen Kram, also das, wirklich diese Flashback, was man kennt von Sabo als Kind, bei den Revos auf Baltigo Island, noch Baltigo Island, das ist Canon, das darf man nicht vergessen, das ist echt geil, was im Manga nicht gezeigt wurde, deswegen, wieder Paradebeispiel, man sollte eigentlich echt beides so konsumieren, also Manga sowieso und solche Sachen im Anime, jetzt auch gerade Wano, solltet ihr sowieso gucken, jetzt aktuell, das ist einfach nicht von dieser Welt, wie geil das aussieht. Deswegen kam ja auch erst das zustande, weil man hat ja dann immer gesagt, ja, ob Dragon wirklich so Kräfte mit Wind hat, aber dann wurde ja das, was von Oda als Canon abgestempelt wurde, da hat man ja auch wieder gesehen, wie Dragon so Windtechniken hatte, wo er auf dem Boden aufgekommen ist und so. Dadurch ist das ja nochmal so richtig krass aufgeblüht, dass dann alle Leute gesagt haben, oh, da muss ja irgendwas Näheres dahinter sein. Also das hat das Ganze das auch nochmal bestätigt. Oder auch die Stelle, wo er dann Sabo gerettet hat. Weißt du, wie er hat Sabo gerettet von diesem brennenden Schiff? Also Dragon selbst hat Sabo ja genommen und dann ist er wirklich auf das Schiff der Revolutionsarmee so raufgeflogen, dass der Boden so wegweht. Also es war kein Sprung, wie man es jetzt kennt, so von Sanji oder so, sondern da ist richtig so ein Windstoß von ihm weggegangen sozusagen. Also alle Zeichen stehen einfach so, dass er irgendwas mit Wind zu tun hat und deswegen, ich bin gehypt einfach, auch wenn das revealed wird, so auch Alter, wieso wird das nie hinterfragt, so, weißt du, oder will uns das so, aber es, weiß ich nicht, Ruffy interessiert sich auch nicht, er hätte ja auch schon überall fragen können, also Dragon ist der berüchtigste Mann, so, die werden doch, also jeder, der Dragon kennt, so, und das ist ja jeder, die kennen ihn ja fast alle, so, die Revolutionsarmee, die sind überall, die ist ja bekannt, so, eigentlich muss auch jeder wissen, was der Anführer auch für Fähigkeiten hat, so, aber es wird halt nie erwähnt, so, das ist so drumherum, so, wie so ein Aal drumherum geschrieben von Oda. Ja, das stimmt. Also man spart sich halt sowas immer echt richtig lange auf. Deswegen ist man ja auch irgendwie froh, dass man ein hohes Tier bei den Revos hat, über das man wenigstens ein bisschen was weiß, weißt du? Ja. Deswegen, das ist halt echt ein bisschen krass. Ich finde, was halt, also klar, in der Vergangenheit, da brauchen wir jetzt nicht mehr so lange drauf eingehen, mit den ganzen Flashback rund um die adligen Geschichte etc. Was ich interessant finde, so als wirklich richtig nächsten Schnittpunkt, war der, das hat man sich ja dann auch direkt gefragt, warum war Sabo nicht auf dem Marinefort? Er hatte einen Gedächtnisverlust gehabt, also er hat zu dem Zeitpunkt sein Gedächtnis noch nicht zurückerlangt und erst als er die Zeitung las, also die Nachrichten las, dass Ace gestorben ist, kam seine Erinnerung wieder und er fiel 3 Tage ins Koma. Und das zeigt ja auch nochmal, wie eng diese Bindung ist zwischen Sabo und Ace. Denn obwohl sie sich jahrelang nicht mehr gesehen haben, fiel er 3 Tage lang ins Koma und hatte dabei auch so ein extrem hohes Fieber und so. Also der war richtig down. Und das hat man ja auch gesehen bei Ruffy, so weißt du, wo Ruffy dann aufgewacht ist auf dem Boot von Trafalgar Law und das erstmal so zerstört hat und da so völlig geisteskrank rummarschiert ist. Hätte Jinbei ihn ja da nicht aufgehalten, wäre Ruffy ja auch gestorben. Und das zeigt halt, wie eng diese Bindung zwischen den drei war. Und das ist halt dann richtig krass. Also, das finde ich dann echt geil, wie man da Sabo halt wieder so ins Game gebracht hat. Und auch, wie er dann auf Dressrosa kam, das war einer der geilsten, emotionalsten Momente überhaupt im ganzen One Piece. Also, es war so heftig. Ey, das war einfach so genial gemacht, ey. So, und auch wir als Zuschauer wussten ja auch mit Ruffy, also, wir haben es ja auch fast mit Ruffy zeitgleich erfahren. Ich glaube, kurz vorher haben wir ihn schon ein paar Mal gesehen, so und dann aber auch so, es ist so geil gewesen. Aber nur so schattenmäßig, ne? Genau. Und dann, wo er da so steht und auch die Augen von. Das Ding ist, die Augen von Ruffy werden so comedy-mäßig so richtig groß und so im Manga als auch im Anime war das so, dass es halt irgendwie comedy-mäßig war, aber man hat trotzdem voll emotional mitgefühlt, weil es war einfach so ein geiler Moment, wo er da einfach vor Ruffy steht. Und dann gab es auch kein Hin und Her, weil manchmal spielen ja so verschiedene Mangas oder Animes spielen ja manchmal damit, dass zwei Charaktere, die sich lange nicht gesehen haben, im selben Ort sind, aber dann zufällig aneinander vorbeilaufen, sich aber nicht bemerken, so mäßig, weißt du? Und man ärgert sich als Zuschauer. Aber da in Dressrosa hat man es einfach so gemacht, Sabo steht direkt vor ihm, so, und dann heißt es so, Luffy, so. Und man weiß direkt, so, man weiß direkt, was los ist. Also das fand ich richtig geil. Und es war auch die beste Lösung überhaupt, die man hätte treffen können, warum Ruffy die Feuerfrucht abgibt.
Also eine andere Lösung hätte ich so scheiße gefunden. Hätte er jetzt als Beispiel, ich gebe jetzt nur mal ein blödes Beispiel, hätte er gesagt, ey Bellamy, ich mag dich so, ja, kannst dich Feuerfrucht haben. Das wäre so ein Quatsch gewesen, so. Deswegen, ja. Was hätte er sonst machen sollen? Ein Strohhut, das wäre auch Quatsch. Ja, genau. Er hätte, letztendlich hätte er ja die Frucht mitgenommen auf die Sunny und man hätte sich doch so geärgert, wenn man wüsste, dass eine, also man kann ja sagen, was man will, aber dass eine der stärksten Teufelsfrüchte einfach so auf dem Schiff der Strohhüte lagert und dann wäre so jede Situation auf der Sunny, wäre dann halt einfach so ein bisschen komisch, weißt du, weil du denkst ja, ey, wenn alle Stricke reißen, dann geht ein Lysop oder eine Nami als Beispiel nach hinten, ist die Frucht und dann ist Ende im Gelände, so, weißt du? Also ist natürlich würde niemals passieren, aber ihr wisst, was ich meine, dann würde man auch sich immer denken, ja, warum macht man das? Und es wäre halt auch voll die Verschwendung gewesen, so eine Teufelsfrucht einfach so wegzulegen. Deswegen, das war auch wieder 10 von 10 die Entscheidung. Fand ich auch. Also befriedigender geht's gar nicht so. Es wäre auch irgendwie cool gewesen, also zwar nicht befriedigend, aber cool, hätte Burgess die irgendwie mitgenommen. So. Es wäre doch schon noch eine, wäre auch krass heftig gewesen so eigentlich. Es wäre emotional gewesen irgendwie so. Natürlich ist es nicht so geil, so, weil Ace ist schon getötet. So. Will Blackbeard noch auf seine Leiche pinkeln, so auf den, weißt du? Das geht, also ich finde es geil, wie es gelöst ist. Ja, aber das Ding ist, hätte ich auch gesagt, aber ich finde jetzt, wo man sieht, was die welche Teufelsrüchte gerade bei der Blackbeard-Piratenbande sind, finde ich schon, ist schon okay so. Weißt du, weil die haben genug inzwischen bekommen, dass man, das ist schon okay so. Also ich finde, da ist Sabo schon die beste Lösung. Was ich als geilen Schnittpunkt finde, auf den ich mal zu sprechen kommen möchte, was du davon hältst, ist, dazu habe ich auch mal eine Theorie hochgeladen, ich glaube, das wurde aber auch schon mal ein paar Foren diskutiert. Sabo ist ja ins Koma gefallen, hatte hohes Fieber und so, durch den emotionalen Schock, ne? Und man weiß ja, dass durch extreme, also das halt, das ist ja in ganz vielen Serien und so, dass durch ein extremes emotionales Ereignis und durch einen extremen Schock gespaltene Persönlichkeiten entstehen können, ne? Ja. Was hältst du von der Szene, wo Bastille den provozierenden Satz gesagt hat und Sabo ihn in den Kopf zerquetscht hat und so richtig psychomäßig im Manga und Anime gelacht hat und ihm gesagt hat, ich kann deinen Kopf einfach zerdrücken, wenn ich will, und hat einfach mit so einem richtig dreckigen Grinsen ihn den Kopf zerdrückt und hätte Fujitora ihn nicht aufgehalten, hätte er einfach in Bastille so den Kopf zerquetscht. Glaubst du, es wäre möglich, dass Sabo eine gespaltene Persönlichkeit hat, so? Boah, ey, das wäre schon krass. Das Ding ist, ja, das, ich glaube es bei ihm nicht so, weil er einfach so, für mich wirkt er im Kopf so klar, weißt du, und so, er wirkt für mich sogar schon so ein bisschen weise. Aber in dem Moment war er halt so komplett, so komplett in Rage. Wirklich so Beast-Mode einfach. Ja, ja, ich weiß, ja, dieser Blick einfach, so. Er hat einfach gelacht mit so einem richtig dreckigen Lächeln und mit so richtig finsteren Augen. Hat er einfach gelacht, stimmt, während er eigentlich einen relativ guten Menschen, sage ich mal, so den Kopf zerquetscht, weißt du? Das ist halt echt heftig. Das ist halt echt krass so. Ich glaube, weiß ich nicht. Ich finde es sehr geil. Es wäre extrem geil, wenn man einen Sabo sieht. Das hatte man ja auch kurz gegen Burgess, so, weißt du, wenn man Sabo sieht, der einfach durch so emotionale Schocks, also durch so provozierende Sätze, dann einfach so innerlich getriggert wird, dass dann halt so eine andere Persönlichkeit zum Vorschein kommt, die dann durch irgendwas wieder unterbrochen wird, bei dann war es ja so, dass Fujitora einen Meteoriten auf ihn stürzen lassen hat, der dann durch den Birdcage quasi geschnitten wurde und das hat ihn ja dann wieder abgelenkt, so. Aber an sich, finde ich, ist das halt richtig, richtig krass. Also, ja, es wäre halt mal was anderes, so, weißt du? Wäre halt mal was anderes, wenn man vermeintlich guter Charakter mal so ein bisschen ausrastet und moralisch vielleicht nicht so krasse Sachen machen würde, so, weißt du? Ah, ich weiß nicht, aber ansonsten wirkt er für mich schon so erfahren, weise, kennt sich in der Welt aus, wahrscheinlich, weil er bei den Revos das gelernt hat, ist stark. Also, für mich ist er fast schon so vom Verhalten, vom Verhalten ist schwer, aber so vom Auftreten, so wie Shanks fast schon irgendwie, ich weiß nicht, der wirkt für mich schon so richtig, so nicht wie Ruffy. Ruffy ist für mich immer noch so naiver Rookie, weißt du, der so durch die Welt läuft, auch wenn er stärketechnisch jetzt schon krass ist, aber trotzdem, Sabo ist halt echt ein krasser Charakter, das kann man nicht anders sagen, ist auch eine Bereicherung, dass er wieder da ist. Und auch jetzt gerade, aktuell, erstmal muss man sagen, das mit Burgess, also Jesus Burgess, das war echt heftig, also was für ein kluger Schachzug das war, mitzusegeln einfach bei den Revos, sich aufs Schiff zu schleichen und dann mit zur verschollenen Insel, also wo auch immer diese Insel sein soll, der Föderationsarmee, also Bartigo Island, aber da sich hinzuschleichen und dann durch die Vivre-Card die Blackbeard-Piraten dahin zu locken, also wie geil eigentlich, ne? Was für ein geiler Plan. Und damit sind die dann letztendlich aufgebrochen, beziehungsweise
wir wissen nicht genau, was passiert ist. Also es, in der Zeitung stand, da gab es einen Kampf zwischen Revus und den Blackbeard-Piraten, unter anderem dann ja auch Sabo und so, aber ich glaube nicht, und ich glaube, viele andere denken das auch, dass es da nicht mal zu dem Kampf gekommen ist. Ich kann mir vorstellen, die sind vorher abgehauen, weil es macht ja auch taktisch keinen Sinn. Also es macht ja null Sinn. Erstmal haben wir beide Seiten jetzt wiederum gesehen. Keine Seite hat jetzt irgendwie Leute verloren, beziehungsweise irgendwelche Verluste erlitten. So. Also wir haben Sabo gesehen, wir haben die Revolutionsarmee gesehen. Und die Kommandanten sollten davor auch, die wurden davor versammelt. Und das Ding ist, also es macht ja keinen Sinn, dann kurz vor der Reverie, dort wo dann der Vorfall, also wo Dragon seit Jahren alles plant, da endlich mal aufzutreten bei der Weltregierung und dann mal in Kraft zu treten mit der Revolutionsarmee, davor dann noch mit dem Kaiser zu kämpfen, also das ist ja taktisch einfach nur so unklug, und da hat es einfach Sinn gemacht, dass sie Bartko Island zurücklassen, alles mit dem Wichtige, was da ist, und einfach mit den ganzen Plänen, vielleicht sogar Pornoglyphen, was sie haben, nach Momori Island, also dazu der Transeinsel hinzusegeln, macht auch Sinn, weil das Ding ist eigentlich, also Sabo wäre ja da gewesen und Blackbeard, ja, wäre Blackbeard selber gekommen, das ist halt die Frage, ist er selber dahin gesegelt oder waren das nur seine Leute? Wissen wir auch nicht genau, oder? Ja, wir also es scheint so, als wäre Blackbeard selbst da gewesen. Ja, wollte gerade sagen. Und das Ding ist, es kann ja auch vielleicht. Also die Frage ist halt, wenn es eine Auseinandersetzung, sag ich mal, ich finde, man kann Dragon schon so auf Kaiserniveau locker sehen. Und man weiß ja, wenn zwei Kaiser aufeinandertreffen, dann wurde ja auch schon gesagt, da ist nicht einfach nichts so. Weißt du, man hat ja schon bei Shanks und Whitebeard gesehen, so, da passieren Sachen, die absolut abnormal sind, die einfach nicht natürlich sind. Und ich glaube, auch wenn so ein Dragon und so ein Sabo auf einen Blackbeard treffen, der die Bebenfrucht hat und so, da kommt es nicht vor, dass dann im Verhältnis ein bisschen später Dragon auf der Transeninsel erscheint mit allen Revus und alle, keiner hat eine Schramme im Gesicht, alle sind gesund, Koala geht's gut, Huck geht's gut und so. Denen geht's eher allen gut, ja. Die haben ja keine Verletzungen. Und da hätte man jetzt gesehen, also ich sag mal so, wenn da jetzt eine Koala gewesen wäre, die nur noch ein Auge hat, oder ein Hack, der nur noch einen Arm hat, so, dann wüsste man, ah, okay, da könnte was passiert sein. Aber da alle keine Verletzungen haben, ist das schon die wahrscheinlichste Sache. Weil sonst wäre es irgendwie ein bisschen komisch. Und überleg mal, Sabo trifft auf Blackbeard. Also hundertprozentig wäre einer dann gestorben. Also höchstwahrscheinlich dann Sabo, aber weil Blackbeard will sich dann ja auch immer noch die Teufelsfrucht holen und so, das wäre ja dann alles, und Sabo wäre ja so in Rage gegangen, der hätte den auch nicht da im Leben gelassen. Er weiß ja auch von Burgess, was da passiert ist. Also das war ja auch noch die Sache, Burgess hat ihn ja provoziert, indem er gesagt hat, weißt du, was Ace gesagt hat? Er hat gesagt, er schämt sich, also quasi, dass Ace sich dafür schämen würde und man nicht dem Bruder Bescheid geben soll und so. Damit hatte er ihn so übelst provoziert, und wir wissen, Blackbeard hätte das Gleiche getan. So, der ist ja auch nicht blöd, weißt du? Und da er auch schon weiß, dass er schon damals gegen die Feuerfrucht gewonnen hätte, könnte er sich auch übelst siegessicher sein gegen Sabo. Also das wäre nicht gut ausgegangen. Hingegen man noch sagen muss, ja. Sabo hat man ja auch gesehen. Er hat ja Burgess auch in Ruhe gelassen, ist ja quasi schon weggegangen, weil der Kampf für ihn erstmal entschieden war. Und nur weil Burgess ihn provoziert hatte, hat er ihn ja dann so wirklich den absoluten K.O.-Punch gegeben. Und das wäre da halt auch irgendwie zustande gekommen. Ist ja dieselbe Situation wie mit Akainu und Ace, wo Akainu sagt, dass Whitebeard ein Relikt der alten Ära ist, und zack, hast du dein Ziel erreicht und kämpfst gegen ihn, weißt du, obwohl er weiß, dass es eine blöde Idee ist. Ey, im Nachhinein muss ich ganz ehrlich sagen, also ich bin echt enttäuscht, dass Jesus Barges so schwach im Vergleich zu Sabo ist. Also ich hätte mir gewünscht, dass sie gleich aufhören. Das wäre geil gewesen, ne? Der braucht eine Teufelsfrucht auf jeden Fall. Der braucht eine Teufelsfrucht. Ich glaube auch, also das ist die einzige Chance, dass wir Manga-Leser und Anime-Zuschauer den nochmal irgendwie kämpferisch ernst nehmen können, weil ansonsten, selbst wenn man den jetzt gegenüber einen Lysop stellt, so, oder es wird da ein Ogre sein, aber sagen wir einen Chopper oder irgendjemanden, ich weiß nicht, selbst dann könnte ja später einfach Raffi kommen und den wegholen. Er ist ja direkt so der Kommandant des ersten Schiffes quasi. Ja. Deswegen, das macht es schon ein bisschen komisch, weil man muss sagen, man war auch so enttäuscht, weil er stark eingeführt wurde. Der war in Dressrosa, dann gab es ja diese Blocks im Kolosseum, also Block A, Block B und so, also A, B und C und so. Und dann in dem Block von Burgess, da hat er einfach mit einer Attacke, die man gar nicht klassifizieren kann, weil einfach alle in die Luft geflogen sind, sind aufgeprallt, hinter ihm noch so ein riesiger Riese einfach, der noch so aufgeprallt ist, und der Kampf war zu Ende. So, ohne dass er irgendwas gemacht hat, so. Und man dachte richtig sich so, geil. Boah, Burgess ist so heftig, der hat alle im Block, ohne seinen Finger zu rühren, hat er einfach besiegt. Was muss das für ein Biest sein? Gerade weil man ja auch gesehen hat, dass bei Ruffy mit Don Juan Zhao und so echt krasse Leute zum Teil drin sind. Und dann einfach so ein paar Kapitel oder halt im Anime ein paar Folgen später sieht man, wie Sabo eigentlich mit zwei Feuerattacken Burgess komplett ausnockt.
Das ist dann ja, das ist einfach traurig. Ja. Burgess ist einer der Hauptantagonisten. Also wirklich von der. Das ist einfach das Krasseste. Eigentlich muss der viel stärker sein. Deswegen wird er auch noch werden, weil Teufelsfrüchte ist das oberste Ziel. Und auch gerade dieses Tuch, was er getragen hat, weißt du? Dieses mit den. Also diese Tasche um den Hals. Diese Teufelsfruchttasche. Ach so, mit dem Teufelsmuster ja, drauf. Genau, genau. Als wäre sie extra. Also sie ist extra nur für Teufelsfrüchte, so diese Tasche. Das ist irgendwie voll geil, ne? Dass es so eine Tasche gibt, ey. Ja, vor allen Dingen gerade auch, ey, stell dir mal vor, so ein Burgess, wenn der halt eine heftige Frucht kriegt, so dann kann man halt so leicht das Blatt wenden, weißt du? Deswegen, das ist kein Ding, dass man den wieder stark einführt. Gerade mit Katharina Devon, mit der neunschwänzigen Fuchsfrucht Tega, also das ist auch vorbei. Ja, sie kann sich aber verwandeln. Ganz krass. Also wie genau die funktioniert, die Frucht, darüber wollen wir jetzt nicht reden, aber ist auch irgendwie interessant, so weißt du, sie kann sich in Leute verwandeln, braucht diese aber wahrscheinlich nicht so wie Mr. Two berühren vorher. Vielleicht kann sie es so machen. Kriegt sie denn auch die Fähigkeiten oder nicht? Also das ist echt interessant. Kann sie 9 Personen speichern und wie läuft das? Weißt du, das ist echt, ich bin gespannt, wie das noch weiter funktioniert. Jetzt aber zurück zu Sabo. Und zwar, genau, waren sie dann auf der Transeninsel. Dort hat er dann ja auch das Kopfgeld gesehen von Ruffy und so. Und dort haben sie sich ja auch letztendlich zusammengerafft alle und haben die Pläne geschmiedet für die Reverie. Wo Dragon, da hat er es nämlich gesagt, den Tenryubito, also den Himmelsdrachenmenschen, den Krieg erklären will. Also nicht den Gorosei, nicht der Weltregierung, er hat richtig den Tenryubito gesagt. Also er will den Krieg erklären. Und deswegen bin ich auch gespannt, wie das Ganze jetzt weiterläuft. Dann haben wir die Reverie gesehen, wo denn ja auch Sabo war, mit den anderen Kommandanten. Also wir wissen ja nicht, wo Bello Betty ist oder so. Wir haben ja nur Lindbergh gesehen, Morley und Karasu, die ja unter der Erde da waren. Also unter dem, ja, also in der Redline praktisch. Wo sie so einen kleinen Hohlraum hatten. Dort haben sie dann mit so einem kleinen Ausguck Kuma gesehen. Dann kam der traurige Flashback, so auf den er war eigentlich ein Guter, er war ja einer von uns. Jetzt ist er hier ein Sklave. Und und dann scheint es so, also dann haben sie den Krieg angefangen, den Kampf dort. So, das haben wir von Blackbeard erfahren. Höchstwahrscheinlich, um Kuma zu befreien noch. Also das ist ja eigentlich eine random Planänderung. Das kann man nicht anders sagen, so, weißt du? Es ist ja eigentlich was Unerwartetes, was eintrifft. Wollte gerade sagen, weil wir als Zuschauer wussten ja auch, also wir wussten ja, dass Kuma jetzt ein vollständiger Cyborg ist, aber wir dachten halt, dass er noch ein verhältnismäßig normales Samurai-Mitglied ist. Wir waren ja quasi genauso überrascht, wo dann der Himmelsdrachenmensch damit um die Ecke kam und den als Haustier hatte das erste Mal, weißt du? Wo das so gezeigt überall wurde. Schwerter am Rücken. Ja, genau, und so voll blutverschmiert und so. Da dachte man sich auch so, boah, what the fuck? Und dementsprechend ist da halt die Planänderung von den Revos, wenn die jetzt auch nicht damit gerechnet haben, das zu sehen, ist dann natürlich auch ganz klar. Wir haben ja auch schon gesehen, selbst Nivankov hat ja auf Marineford auch noch ewig lange versucht, Kuma irgendwie Vernunft beizubringen, obwohl er wusste, also obwohl es klar war, dass es nichts bringt in dem Sinne und deswegen an sich auf jeden Fall eine gute Sache. Also. Was jetzt auch noch, genau, das ist eine brandheiße Info hier für euch nochmal, für alle, die jetzt auch am Start sind und zuhören. Es wurde jetzt vor kurzem bestätigt, dass Ivankov auch ein Kommandant der Revolutionsarmee ist, also vor ein paar Tagen oder so, vor 3-4 Tagen, also und zwar Kommandant der Grand Line, so, ne, wurde das gesagt. Weil die Kommandanten sind ja alle in Himmelsrichtungen, also East Blue und so aufgeteilt. Also jeder hat eine Himmelsrichtung. Und Ivankov ist auch ein Kommandant. Und zwar der Grand Line, kompletten Grand Line wohl irgendwie so. Also ja, finde ich auch ganz cool, dass das nochmal bestätigt wurde, weil man konnte ja Ivankov da rangtechnisch schwer einschätzen. So. Und das, ja, das ist aber ein bisschen komisch. Also es gibt nicht mehr so viele, ich sag mal, geografische Punkte, die jetzt noch Kommandanten oder starke Charaktere zulassen. Weißt du, weil ich will nicht sagen, ich bin enttäuscht so. Aber wenn Sabo, der mit Fujitora mithalten kann, beziehungsweise, oder wenn, ich sag mal, wenn Lindbergh, Karasu, Morley und Sabo, also zu viert, also das, fast die ganze Streitmacht der Revolutionsarmee, also nicht mal mit 2 Admirälen irgendwie klarkommen, weil sie da schon seit Tagen kämpfen oder so, dann ist das für mich schon ein bisschen fragwürdig. Also sind sie ein bisschen schwach so, also ich finde, ist aber so, ne, das kann man ja auch sagen. Ja, also, ich weiß nicht, wenn man dann, also es ist halt die Sache, weil, wenn man jetzt mal bedenkt, die 4 gegen 2 Admiräle, wenn man jetzt als Beispiel noch eine Bello Betty und einen Ivankov dazu zählt, dann könnte man vielleicht sagen, alle 3 Admiräle und der Großadmiral ist so mit Dragon so, weißt du? Dann könnte man das schon irgendwie so ausgleichen, dass wirklich die Ranghöchsten der Marine und die Ranghöchsten der Revos sich gegeneinander messen könnten, um das so ungefähr aufzuwiegen. Aber ich finde auch, die Revos könnten schon noch einen vertragen, der, keine Ahnung, damit so ein 1,5 Milliarden Berry Kopfgeld um die Ecke kommt und auch mal reinwinkt, weil er übertrieben stark ist, so, weißt du? Weil gefühlt, klar, man weiß auch nicht, wie heftig Dragon ist. Das ist ja auch die Sache, weil man muss ja sagen, so die Kaiser zum Beispiel, also Big
Mom und Kaido, ja, obwohl Kaido muss man ein bisschen außen vor sehen, aber zum Beispiel bei Big Mom sind ja außer die drei Süßigkeiten-Kommandanten und vielleicht noch ein Ofen oder so, sind da ja auch nicht super viele richtig starke dabei, weißt du, wenn du es so im Verhältnis siehst. Ja, ja. Wenn jetzt ein Dragon eine Big Mom ersetzt, dann wiegt sich das auch ungefähr wieder so auf, weißt du, dann ist halt so ein Sabo ein Süßigkeiten-Kommandant von der Relation und dann vielleicht noch so ein Kara, so ein Ivankov, die kampftechnisch noch ganz stark sind und dann hast du halt mit Lindbergh und mit Bello Betty halt so Leute, die auch stark sind, aber auch vielleicht noch ein bisschen einen anderen Nutzen ausüben, wie dann zum Beispiel eine Pudding oder so bei Big Mom. Also es lässt sich schon so irgendwie einordnen, aber es ist auch ein bisschen wenig. Es wirkt halt auch alles komisch, weil zum Beispiel Sabo ein Kopfgeld von 602 Millionen Berry hat, was übelst wenig ist für jemanden wie Sabo, obwohl man auch sagen muss, dass das Kopfgeld noch vor den Dressrosa-Arc oder mit den Dressrosa-Arc quasi resultiert. Das heißt, das dürfte jetzt deutlich höher sein und wird wahrscheinlich dann mit den Kopfgeldern der anderen Revo-Kommandanten gleichzeitig revealed. Also wenn die Kopfgelder der Revo-Kommandanten revealed werden, wird höchstwahrscheinlich auch eine Aktualisierung von Sabo gleich mit revealed, gehe ich mal stark von aus. Aber er hätte auf jeden Fall ein höheres verdient. Auf jeden Fall, ich wollte das auch noch ansprechen. Genau jetzt eigentlich nach deinem Satz wollte ich es auch ansprechen. Und zwar, ey, er ist der zweite der Revolutionsarmee. Also er ist unter Dragon, der meistgesuchteste Mann, was eigentlich impliziert, dass er das höchste Kopfgeld aus der ganzen One Piece Welt hat. Also mehr als 1,5 auf jeden Fall, weil Ruffy ist bis jetzt der mit dem höchsten Kopfgeld. Nee, stimmt ja gar nicht. Blackbeard hat ja schon über 2,2. Er ist ja der mit dem höchsten zurzeit. Das muss dann eher auf dem Zettel haben. So, also, ey, der wird ja viel mehr haben. Also ein Blackbeard ist ja auch gerade erst, ich sag mal, gerade neu erst. Also der ist noch nicht so lange. Es ist 2 Jahre oder so. Der hat ja auch 2,2 Milliarden als Anstieg bekommen. Ja. Der ist ja von null dahin gesprungen. Ja. Und überleg mal, ein Dragon, also ich schätze ihn mal also mindestens auf 3,5 bis 4 muss er mindestens haben. Und dann meinst hat der du? Unter ihnen nur so, ja, also 3,5 bis 4? Also ich könnte mir vorstellen, dass so ein Dragon, ich glaube, ich hätte jetzt so gesagt 3 Milliarden oder so. Aber so 4 Milliarden, das wäre nochmal... Meinst du so nicht, dass Kaido oder Big Mom schon auf 3 sind? Ich kann mir halt vorstellen, ja, wenn so Blackie... Also das ist jetzt wieder ein Thema, da kannst du auch nur falsch... Also da kannst du nichts richtig machen. Aber wir machen es jetzt einfach mal trotzdem. Wenn Blackbeard 2,2 Milliarden hat, dann würde ich von der Vorstellung sagen, dass zum Beispiel eine Big Mom 2,5 Milliarden hat, einen Kaido 2,7 Milliarden, einen Shanks so vielleicht so 2,9 Milliarden, vielleicht so 3 Milliarden und dann halt ein Dragon nochmal 100 Millionen oder so über Shanks ist. Also ich würde für meinen Geschmack sagen, dass nicht ein Dragon mit einem Steckbrief von 4 Milliarden, es wäre krass, es wäre geil und es würde auch passen auf jeden Fall. Aber es so könnte auch sein, dass es 10 sind. 10 Milliarden, also ohne Scheiß, also überleg mal die Sprünge, die es gemacht hat. Also, stimmt, wir wissen gar nicht mehr. Also, wie gesagt, da kannst du nur falsch. Ja, also, ist auch so. Dieses prozentuale Ausrechnen, ja, wie viel haben so im Schnitt die Kapitäne und der Vize-Captain und so, dass man so, es gibt ja diese Spezialisten, die dann so prozentual den Unterschied zwischen Captain und Vize-Captain ausrechnen, da mit Durchschnitt rechnen und dann versuchen die jetzt an Katakuri oder an irgendwelchen Katastrophen das hochzurechnen und so. Aber ganz ehrlich, das kann man nicht machen. So. Das macht solche Sprünge, alleine das mit Jack, über 1 Milliarde so. Also von das höchste über ungefähr 10 Jahre One Piece Manga war 550 von Ace. So, das war das krasseste. 550, Alter, der ist bei einem Kaiser, der ist der Kommandant eines Kaisers, so von Whitebeard. Das ist mit das krasseste, was es gibt. So. Ein Kaiser hat mit Glück so 1 Milliarde, das ist schon richtig krank. So, und dann kommt einfach Jack, so eine Made, der von Inuarashi fast gewonehittet wird, hat 1 Milliarde, so, weißt du, und ich weiß nicht. Ja, vor allen Dingen, wenn man jetzt auch sieht, also das Gefüge wurde ja nochmal komplett gesprengt, wo man nach einem Whole Cake Island Arc, wo man weiß, dass Ruffy Big Mom nicht besiegt hat, so, sag ich mal, der kommt von den Arc runter und ich bin schon davon überzeugt, dass die meisten Leute gedacht haben, okay, jetzt wird der Ace überholen, jetzt wird er so 700, 800 Millionen haben, ne, so und dann, oder vielleicht sogar 1 Milliarde und so ein bisschen in Richtung Katakuri, ne, so vielleicht auch ganz knapp über Katakuri, aber dann einfach so 1,5 Milliarden, so alles in den Schatten gestellt, weißt du? Ja. So, damit haben ja auch die meisten Leute nicht gerechnet. Ich meine, jeder, der sagt, dass er direkt zu Anfang von Whole Cake Island sich gesagt hat, ja doch, Ruffy, der wird da rauskommen und dann 1 Milliarde Kopfgeld mehr haben, das stimmt nicht. Also, das ist ja auch nicht schlimm, ja. Aber das wird keiner sich gedacht haben in dem Moment. Okay, was jetzt aber vielleicht wieder ein kleines Gegenargument ist, um die Kopfgelder vielleicht mal ein bisschen wieder im Zaum zu halten. Und dein Kopfgeld-Tipp mit, ich sag mal, höchstens 3 oder so Milliarden so zu unterstützen, ist eigentlich, guck mal, er hat 1,5 Milliarden bekommen und wurde dann auch schon, also das Chapter hieß ja sogar der 5. Kaiser, er wurde dann auch so angesehen in der Welt. Also ist 1,5 denn vielleicht doch so unter den, ich sag mal, unter den
normalen Piraten, die jetzt nicht zu einer Kaiser gehören, vielleicht das höchste Kopfgeld. Also vielleicht, also dass er jetzt schon als fünfter Kaiser angesehen wird, zeigt also schon 1,5 Milliarden, reicht schon aus, so um als fünfter Kaiser so betitelt zu werden. So. Also ich glaube so mit 2,2, was war das, 4, 7, 8 oder so Milliarden, was da Blackbeard hatte, ist er vielleicht so im Mittelfeld. Vielleicht, die anderen sind einfach schon länger im Amt, so die können auch vielleicht deswegen schon höher eingestuft sein. Aber es kann ja auch sein, dass Blackbeard jetzt richtig hoch ist. So. Wir wissen es nicht. Also, dass er so als gefährlich eingestuft wurde, direkt mit so einem übertrieben hohen, vielleicht höher als Big Mom sogar. Wir wissen es nicht genau. Also, ich finde auch, also Big Mom ist ja schon so lange im Geschehen, so oft, dass wir das nicht erfahren. Also, ich weiß irgendwie, ein bisschen komisch so, ne? Dass wir da nicht mal irgendwo einen Steckbrief sehen oder so. Mal ganz ehrlich, ich finde das generell immer komisch, wenn man. Also wenn ein Kopfgeld revealed wird, beispielsweise, man hat ja auch von Blackbeard schon ganz oft Steckbriefe gesehen, wo aber die Zahl quasi zensiert wurde, so mäßig, weißt du? Also, ja. Da hast du so einen Steckbrief gesehen so und dann war einfach die Zahl abgeschnitten. Generell muss man ja sagen, Steckbriefe sind ja dafür da, dass die in der Welt verteilt werden, damit die Leute sehen, ah, der ist gesucht, der wird, der soll hingerichtet werden, dead or alive so mäßig und das ist die Summe. Es ist halt generell immer unlogisch, dass man jahrelang keinen einzigen Steckbrief davon sieht. Ich meine, die Ströte kriegen ja auch immer die Zeitung so und so, als ob da... Also, weißt du, was ich meine? Theoretisch müsste man ja viel häufiger die Kopfgelder sehen, weil man darf ja auch nicht vergessen, auch eine Mihawk wird ein Kopfgeld haben, Shanks, Kaido, Big Mom werden Kopfgelder haben, Dragon wird ein Kopfgeld haben und ja, auch so ein Ben Beckman und ein King und ein Queen, also gut, von Queen wissen wir es jetzt, aber so, die haben ja auch alle Kopfgelder und es ist eigentlich an sich relativ unrealistisch, dass man in einer neuen Welt nie diesen Kopf, also diesen Steckbriefen begegnet, aber gut, so macht man es halt, um die Spannung aufzubauen. Ja, ich denke, also wir könnten eigentlich mal einen eigenen Podcast über Kopfgelder machen. Also das wär auf jeden Fall mal ein Podcast wert, wo wir über Kopfgelder reden, über einzelne vielleicht mal, ja, so alle die, es gibt ja alle, könnte sogar fast alle durchgehen, ey. Ah, es wäre ein bisschen, ja, das nur als Audioformat, da wäre es cool, wenn man die Charaktere noch vor sich hat, weil das sind wirklich hunderte von Kopfgeldern, die wir durchgehen werden. Aber Fakt ist, dass Sabo auf jeden Fall mit 602 Millionen, also weniger als die Hälfte von Ruffy, bei der Gegenfraktion zur Welt, also Kopfgelder werden auch berechnet, wie gefährlich eine Person ist. Und die Person ist die zweite Person in einer Fraktion, die sich als Ziel gesetzt hat, die Welt zu zerstören. Also das sollte die zweitgefährlichste Person sein eigentlich, also überhaupt so für die. Das ist ein bisschen, ich weiß nicht, na egal, das können wir, ich will nicht so lange darüber rumheulen jetzt. Vielleicht war er noch nicht so lange auf dem Zettel, war bei denen nur als Revo Heini irgendwie so untergetaucht, dass er noch nicht. Obwohl, die haben ja auch die haben auch gesagt, dass der zweite der Revos und so die Marine-Leute. Deswegen, das ist auch kein Argument. Die wissen das so. Das ist einfach. Oder wollt einfach nicht übertreiben, glaube ich. Ich glaube, wie gesagt, die 602 Millionen spielen ja quasi zum Dressrosa-Zeitpunkt. Und jetzt, wo er die Feuerfrucht gegessen hat und jetzt, wo er gerade auf Mary Jaw ist, wie gesagt, Leute, ich bin fest davon überzeugt, wenn die Kaiser, wenn die Revo-Kommandanten, Karasu und so, wenn denen ihr Kopfgeld revealed wird, wird auch von Sabo ein erhöhtes, neues Kopfgeld revealed. Bin ich fest von überzeugt. Also ich glaube, man darf sich jetzt nicht die Gedanken machen, dass Sabo halt weiterhin mit so einem 602 Millionen Kopfgeld rumläuft. Das glaube ich nicht. Aber vielleicht auch für das Spannende. Ja? Ja, das Spannende ist halt dann auch noch die Ausmaße der Reverie. Also wenn sie da jetzt wirklich zwei Adlerinnen besiegen oder unentschieden, Alter, dann geht das ja nochmal richtig in die Höhe. Also ultra, weil wenn sie da noch irgendwas klauen, andere Königreiche, also dann steigen die Kopfgelder ja nochmal, also übertrieben krass. Also das kann man nicht anders sagen. Vielleicht auch hier interessante Frage an dich. Was glaubst du? Also, man hat ja schon gesehen, Sabo konnte ja, obwohl er die Frucht noch nicht lange hatte, konnte er, ich sag mal, ganz gut mit Fujitora mithalten. Klar, die haben jetzt nicht um Leben und Tod direkt gekämpft, aber das war ja schon ein Kampf auf Augenhöhe. Was sagst du, die Lindbergh, Karasu, Morley und Sabo gegen Green Bull und Fujitora? Green Bull wird ja ungefähr genauso stark sein wie Fujitora. Was glaubst du, wer geht da? Also, wenn es eine, in Anführungsstrichen, Siegerpartei gibt. Das kann ja auch so sein wie bei Akainu und Kusan, dass logischerweise beide Parteien überleben, aber halt mehr oder weniger Verletzungen davon treten. Was glaubst du, Stand jetzt, wer geht da im Verhältnis als Sieger raus? Wenn es einen geben müsste. Also nicht, okay, Alter, wir unterbrechen den Kampf, sondern die. Es muss einen Sieger geben. Also sie müssen sich gegenseitig töten. Nee, nicht töten, also das kannst du auch sagen, ja, aber gut, halt aber, eine Partei, die auf jeden Fall dominiert. Also die in irgendeiner Weise den Hut vorne hat. Also ich würde ja den Hut vorne, war es nicht das Wort, das würde ich sagen, Sabo. Also ich würde sagen, dass die Revos das machen. Hut vorne, ja. Ja, also würde ich mir schon auch wünschen, ganz ehrlich, dass wir die Revos auch ernst nehmen können, so. Dass jetzt Fujitora und Green Bull
Ja, vielleicht weißt, nicht als Toter mit Gliedmaßen rausgerissen im Dreck liegen, aber so. Weißt du, was ich glaube, was dagegen spricht? Also ich gehe mit, vom Gefühl her fände ich es auch besser, wenn Leute wie Karasu und so das Passende bekommen und da im Verhältnis als Sieger rausgehen. Aber ich glaube, das Argument, was dagegen spricht, ist, dass wir die Kräfte von Karasu, Lindbergh und Morley schon gesehen haben, wo die Pinkbeard fertig gemacht haben, aber die Kräfte von Green Bull noch gar nicht gesehen haben. Und ich fände es extrem komisch, wenn der erste richtige Shot von Green Bull ist, ein Shot ist, wie er im Boden liegt. Weißt ja, du? Das stimmt eigentlich auch wieder. Also wenn man einen Admiral ja, so moin. Einführt, dass er seinen ersten Kampf, den er hat, verliert, dann wäre es wack. Weil man zeigt so die ganze Zeit nur die Silhouette, er fastet jahrelang so mäßig, baut das so voll heftig auf und dann der erste Shot von Green Bull ist einfach, wie er am Boden liegt. Aber man kann ja auch sagen, also man muss dazu sagen, die Wahrscheinlichkeit ist auch relativ hoch, dass keine der beiden Parteien am Boden liegt und besiegt wurde, sondern einfach der Kampf durch irgendwas anderes unterbrochen wird. Muss man an der Stelle also das macht doch am meisten Sinn, so, ja, dass sie dann aufbrechen müssen einfach, so weil es dann einfach oder passt. Halt oder der Kampf kann ja aus hunderten Gründen unterbrochen werden. Beispielsweise die Admiräle müssen ja auch die Himmelsdrachenmenschen beschützen, wenn da jetzt ein Dragon irgendwie Scheiße baut oder so. Deswegen, es kann so viele Gründe geben, warum die Admiräle sich zurückziehen oder auch warum die Revus sich zurückziehen und dementsprechend, die können ja auch einfach, es kann ja auch einfach ein Admiral sagen, ey, ich zerquetsche jetzt hier Kuma, wenn ihr noch einen Schritt näher kommt und zack, würden die Revus sich wahrscheinlich auch zurückziehen in dem Moment, weißt du? Also, das ist die wahrscheinlichste Möglichkeit, aber falls ein Sieger rausgeht, würde ich sagen, obwohl ich es mir nicht wünschen würde, dass Fujitora und Green Bull trotzdem gewinnen, weil es komisch wäre, wenn man Green Bull so einführt, dass er direkt verliert. Ja, im Nachhinein macht es Sinn, hast du recht, so. Ja, ansonsten sind wir mit Sabo eigentlich durch. Wir sind jetzt bis zur Gegenwart vorgedrungen. Also seine Vergangenheit lässt auch so wenig zu spekulieren übrig, weil wir alles gesehen haben, mehr oder weniger auch nacherzählt. Deswegen, schreibt eure Meinung auf jeden Fall zu Sabo in die Kommentare und macht einen Hashtag Karasu oder in die Kommentare. Hashtag euer Lieblings-Revo-Mitglied. Ja, komm, du hast es wieder drauf. Alles klar, Leute. Ansonsten bin ich jetzt raus. Gebe die letzten Worte natürlich an Myrolox und ich bin, sag schon mal ciao. Genau. Ja, Leute, wieder eine Charakteranalyse. Wir wissen, wie gesagt, dass ihr Bock darauf habt. Der nächste Podcast ist dann wieder ein themenbasierter Podcast. Und vielleicht für die Leute, die den letzten Podcast nicht gesehen haben, jede 5. Ausgabe wird inzwischen von uns gestreamt. Das heißt, bei der 20. Ausgabe könnt ihr wieder vorbeischauen und dann live quasi mit uns über verschiedenste Themen diskutieren. Und nochmal sorry, dass der Podcast jetzt eine etwas längere Pause hatte im Verhältnis, aber es ist halt zeitlich immer ein bisschen schwierig zu timen. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das und mehr habe ich auch nicht zu sagen. Vielen Dank fürs zu Ende schauen, wenn ihr bis hierhin geschaut habt.